So, Kinder. Gamescom Tag 1. Die haben ja alles umgebaut. Die ganzen Eingangstreppen sind jetzt weg. Das ist eine riesige Brücke. Erster Termin von der Gamescom. Ich schaue mir jetzt ein bisschen Air und Pillars of the Earth Buch 2 an. Zu Säulen der Erde oder Pillars of the Earth Buch 2 habe ich jetzt leider kein Bewegtmaterial, nur so viel, ich habe es anspielen können und es hat eine gewohnt gute Qualität. Es wird einiges passieren. Es gibt einen Zeitsprung von etwa 5 Jahren und ja, Jack ist erwachsen unter anderem. Philipp wird eine Glaubenskrise durchmachen. Je nachdem, wie man spielt, wird er diese überstehen oder auch nicht. Einige Charaktere werden sich mit einem befreunden oder ja, oder halt eben verhasst bleiben. Und es können sogar geliebte Charaktere sterben, je nachdem, wie man sich verhält und ob man Sachen richtig oder falsch macht. Kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr, das zweite Buch. Ich freue mich sehr drauf und werde es natürlich spielen. Direkt am Anschluss habe ich mir dann ein wenig eher angesehen von einem kleinen schwedischen Entwicklerstudio. 4 Jungs sind das gerade mal und die werden auch von Dedelic gepublished. Sehr nette Jungs. Auf jeden Fall spielt man dort eine junge Frau, die auserkoren ist, einen Weg zu beschreiten, einen Weg des Glaubens. Und da geht irgendwas schief. Sie kann sich auf jeden Fall in einen Vogel verwandeln, ein Whisperer nennt man es, glaube ich, diese Frau, was sie so darstellt. Und es ist ein Low-Polygon-Style, also ihr seht schon, es ist sehr spartanisch von den Texturen, es ist jetzt nicht pixelig, aber es gibt wenig Polygone und dementsprechend auch ganz platte Texturen, aber es hat einen ganz eigenen Charme, wie ich finde, und soll so 3 bis 5 Stunden gehen und lädt halt ein bisschen zum Entdecken ein. Es gibt 3 Tempel, die sind dann etwas weitreichender, man muss da ein paar Rätsel lösen, ich fand die jetzt allerdings nicht besonders schwer und ich habe in der ersten halben Stunde dann schon den ersten Tempel gelöst, mit Hilfe allerdings des Entwicklers, der hat mir gesagt, geh mal da und ja, ich freue mich drauf. Wird ein nettes Spielchen auf jeden Fall. Kommt jetzt auch noch dieses Jahr. Hey, sollst du hier sein? Nein. Sneaky. Fabian, ganz kurzes Statement. Ja. Wie wird Cyberpunk? Das war eine der schönsten Messen, die ich je erleben durfte. Ich freue mich auf die Gamescom 2019. Alles schön. Ich habe einen Termin bei euch. Ich komme jetzt hier rein. Oh, recht. Ja, ihr habt es euch schon gedacht, auch hier durfte man nichts filmen während der Präsentation. Man spielt übrigens das Schicksal der Königin Meave nach. Das ist die letzte nördliche Königin, also aus den nördlichen Königreichen von Rivien und Lyrien. Und sie war eine derer, die Nilfgaard die Stirn geboten haben. Also nach Kalante war sie die einzige weibliche Herrscherin in den nördlichen Königreichen. Jawohl, auch genannt die Weiße Königin. Der erste Akt wird kostenlos sein, alle weiteren dann wohl Geld kosten, weil das Spiel an sich ist ja auch Free-to-Play. Aber naja, da steckt auch eine ganze Menge hinter, lasst mich euch sagen, es sieht wahnsinnig gut aus und verbindet halt Gwent mit einer Singleplayer-Kampagne. Ich bin sehr gespannt drauf. Kommt, wie gesagt, noch dieses Jahr die erste Episode und dann schauen wir mal weiter. Wir haben uns gerade ein bisschen Gwent angesehen. Was denkst du so? Ich finde es sehr cool. Ich finde es sehr cool, dass sie eine Singleplayer-Kampagne mit reinbringen. Ja, also Singleplayer kommt noch dieses Jahr. Wann weiß man nicht? Spät wahrscheinlich irgendwann. Also wir durften jetzt nichts filmen da drin. Ist halt echt strikt nichts. Pui, pui, pui. Und guck mal, die grinsen, die wissen genau, dass es ein chinesisches Produkt ist. 100%ig. Ja, das ist gemein. Da sind gerade ein paar Chinesen vor der Kamera. Die haben die ganze Zeit eben auf den Gimbal geguckt und so. Wir waren voll hyped. Du hast jetzt einen Termin noch um 10.30 Uhr bei Deck 13. Wir gehen jetzt einfach noch zu Deck 13, dann gucke ich mir noch ein bisschen The Search an und Call of Cthulhu. Also es ist nicht direkt Deck 13, es ist mehr so Koch Media. Und mal gucken, da ist es nämlich schon. Focus. Ach ja, Call of Cthulhu, was soll ich sagen? Wer es weiß, ich bin ein sehr großer Fan des Dagon-Mythos und überhaupt der ganzen Sachen von H.P. Lovecraft. Also ich stehe auf diesen ganzen Kram, das ist immer sehr mystisch und unheimlich. Aber das Spiel ist leider ein bisschen nüchternd, also so was ich gesehen habe. Es wird einfach nur als Investigativ-RPG bezeichnet. Es gibt so gut wie keine Action-Einlagen. Also es gibt natürlich Dialoge, die dann vielleicht in einer Gewalttat enden. Man spielt einen Detective namens Pierce und es spielt sich fast so wie das Original oder das alte Spiel von Call of Cthulhu, was ich ja damals let's played habe.
Hab leider nicht allzu viel sehen können. Es macht auch noch ein bisschen hakeligen Eindruck. Die Texturen sind nicht alle so sauber, wie man sie vielleicht gerne hätte. Es gab ein, zwei Gruseleffekte. Und es spielt sich auch ein bisschen, schätze ich mal, sehr träge. Also man ist jetzt nicht unbedingt der Schnellste. Und man muss eigentlich viel schleichen, durch Investigationen, wie gesagt, viel rausfinden, durch Dialoge. Da gibt es dann auch die Skilltrees dazu. Also ja, es kommt irgendwann noch dieses Jahr. Spät wahrscheinlich, also keine Ahnung, die haben jetzt wirklich nichts sagen können. Und ich bin trotzdem sehr gespannt darauf. Ich werde es auf jeden Fall spielen, vielleicht auch nochmal Probe spielen, je nachdem, wie es mir dann reingeht, auch durch. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es macht einen guten Eindruck, aber leider keinen sehr guten, wie ich gehofft habe. Unexplained lacerations. That's what I heard. People fear darkness, but if I were you, I would fear light. Light. Fire was an accident. The case is closed. The bodies, they don't match. Turn back while you still can. There's nothing to find here. I have seen things. The dreams of the deep, of a lightless city. Have you had those dreams as well? He's dreaming. He will awake. Mr. Pierce, have you ever questioned your own sanity? Maybe you should. Ich rede jetzt gerade mit dem Adam von Deck 13. Es geht um den The Surge DLC. Und er wird mir ein bisschen was darüber sagen. Adam. Hallo. Hey. Live from Gamescom. That's right. Adam. That's not tell live me? Now. No, not oh, anymore. When he's you're... misleading you. Yeah. You gotta watch out. Es ist nicht mehr live, wenn ihr das seht. Adam, the Surge DLC, what can you tell me about it? How long is it? How many bosses? Will it be more difficult than the main game? Or It's a brand new area. It'll be about 4 hours of gameplay, give or take, depending on how you play the game. And it's integrated into the base game. So it's not like a chapter that happens after the end of the Surge, but rather it's something that happens during the gameplay, or during the main story, as you've been playing through the game world. So, you know, it's something that you know, players have been asking for. They want a more open, sort of crazy environment. You know, some people get like a little tired of the factory, and so what we're doing is... Yeah, I can get that, yes. Yeah, I mean, it's understandable, right? But this is some feedback that we heard and we really wanted to respond to, and so what we're doing here is... it's an amusement park that was at one point very family friendly. Oh yeah, there we go. We got the sweet gimbal, you guys. Yeah. Well worth it. All right. Ich fasse mal kurz zusammen. Der DLC wird etwa 4 Stunden gehen. Er wird sich im Hauptspiel stattfinden. Es ist ein Amusement Park, also ein Vergnügungspark. Und das ist alles so ein bisschen, ja, eben The Surge hat eben alles zerstört, hat alles kaputt gemacht. Und deswegen wird es da auch dann themenbasierte Gegner geben. Heißt vielleicht auch Clowns. Yeah. Oder Fahrattraktionen, like Fair Trades and stuff. Yeah, sure. You have a carousel. And, yeah, exactly. All stuff. Oh, yeah. Okay. But really, pretty twisted. Like, I think this about... is the Surge after all, right? So, yeah. Okay. Yeah. Adam, thank you for your time. And I look very excited to play the DLC. Excellent. Because I hate clowns, but I love the Surge. So, yeah. Thank you. Danke schön, Bruder. Brugger, right? Brugger. Und auf Wiedersehen. Ciao. Yeah. Brugger. Ja. Ja. Hi. Moin. Grüß dich. Du hast die Haare gefärbt, das war ein bisschen wiedererkannt. Nur ein bisschen. Und? Seid ihr komplette Mannschaft hier schon alle, oder? Ja, das sind alle hier. Also PlayStation, habe ich gehört, soll ja ganz gut sein, ne? Hast du auch gehört? Ich habe gehört, wir haben auch PlayStation. Nein. Haben wir? PlayStation soll ganz gut sein, ja. Weiß ich nicht so. Es kommt ein neues Skyrim. Es kommt ein neues PC-Spiel von Bethesda, habe ich gehört. Und auch für PC und für Computer. Wisst ihr, was ich an Blizzard ja nicht so mag? Die haben immer viel zu wenig. Ja, das ist immer so ganz spartanisch, was sie hier aufzählen. Also Blizzard, komm. Alter, das ist immer so ein bisschen geizig, was sie hier haben. Ne? Also ja, Blizzard. Bisschen mehr Geld könnt ihr da schon reinstecken in euren Kram. Ne? Ich meine, andere haben es ja auch. Aber ihr macht da... Nein. Guck sie mal aufziehen. Blizzard, das ist total krank, was ihr macht. Also, ich weiß noch nicht, was da in die Gamescom-Präsentation reinfließt, aber muss eine Menge Kohle sein. Guck mal hier.
diese Nerds. Immer diese Nerds. Guck mal, wie ich getroffen habe. Wie lockenderweise der Jim Panzer, da hast du gestreamt gerade, da wollte ich dich nicht unterbrechen. Ja, deshalb streame ich jetzt hier so die Wand weiter. Das ist super. Nee, wir haben. Nee, ich nehme noch ein bisschen auf. Hallo! Kommt da hier. Hallo! Ja, tschüss! Ja, und natürlich, wie auf Twitter auch schon angekündigt, habe ich mir noch Elex angeschaut. Elex von Piranha Bytes kommt auch noch dieses Jahr. Was soll man groß sagen? Es ist eine riesige Welt zu erkunden, ist größer als die Karte in Gothic 3. Ja, Bugs sind nicht auszuschließen, ich weiß, aber es ist auch ein sehr kleines Team, aber super, super sympathische Leutchens dort. Es hat drei quasi Gruppen gibt es, für die man sich entscheiden kann. Und man ist ja selber so ein Held, der ist einerseits mal von diesem Elex abhängig gewesen, also war von diesen Alps. Diese komische Überfraktion, die aber auch gleichzeitig so das Feindbild darstellt. Ich bin sehr gespannt drauf, man kann hier alles viel erkunden, mit einem Jetpack sogar, den man recht zu Beginn bekommt. Mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen, kann ich auch gar nicht. Es wird natürlich wieder Begleiter geben, es soll sogar vielleicht Liebschaften geben. Es gibt so eine Art Housing, wo man eine eigene kleine Basis hat, die man mit Werkbänken versehen kann. Seien wir einfach gespannt, Leute, kommt noch dieses Jahr, ich werde es zocken, was soll man sagen. Dankeschön an Piranha Bytes, ihr seid super. Tang! Und dann haben wir noch Aquanox, auch hier von THQ Nordic, genauso wie Elex übrigens. Das Spiel wurde ja ursprünglich von Deutschen entwickelt, die ersten beiden Teile kamen aus Deutschland. Der neue Teil, also die neue Auflage sozusagen, kommt jetzt aus Serbien. Ich habe es ja schon letztes Jahr auf der Gamescom anspielen dürfen. Fand ich auch schon sehr knackig, ehrlich gesagt, aber der Entwickler oder einer der Entwickler meinte, ja, wir haben nochmal ein bisschen an der Stellschraube gedreht, es wird jetzt noch schwerer. Ach, schön. Auf jeden Fall macht es einen sehr netten Eindruck, wer ja auf sowas steht. Ich werde es mir definitiv mal ansehen und mal ausprobieren, weil ich habe die alten Teile gespielt, auch wirklich durchgespielt damals. Kommt aber erst zweites Quartal 2018, also dementsprechend haben wir noch ein bisschen Wartezeit vor uns. Wahrscheinlich kommt es dann nächstes Jahr wieder zur Gamescom. Also sie sagten auf jeden Fall nicht im ersten, vielleicht dann wirklich Ende zweites Quartal, Anfang drittes. Also wirklich dann so Ende Sommer, Anfang Herbst. Mal gucken, bin sehr gespannt drauf. Spellforce 3 von THQ auch wieder mal, habe ich ja letztes Jahr schon ein bisschen was von gezeigt, allerdings hat sich da einiges getan, es sieht so gut aus, glaubt mir. Es ist unglaublich, wie detailliert das ganze Spiel ist, also es ist ein cleverer Mix aus Rollenspiel und Strategie, Echtzeitstrategie. Und wer die ersten beiden Teile nicht kennt, es knüpft auch an die Story an, beziehungsweise ist es quasi die Vorgeschichte, denn es spielt einige hundert Jahre, soweit ich das verstanden habe, vor dem ersten Teil. Ich kam leider ein bisschen spät aus der Elex-Präsentation, also dementsprechend habe ich ein klein bisschen was verpasst. Aber lasst mich euch sagen, das wird ein Knaller, kommt auch noch dieses Jahr. Und es hat sogar einen Koop-Modus, heißt, ihr könnt es zusammen mit einem Freund durchspielen. Im Dezember, um genau zu sein, kommt es leider erst, also wirklich Ende des Jahres. Trotzdem kann ich euch jetzt schon mal so sagen, es ist ein Geheimtipp von mir. Es sieht einfach nur toll aus und hat eine ganz tolle Spielmechanik. Glaubt mir, ihr werdet es lieben, wenn ihr es seht. What are these stone heads? That's a good question. Maybe there's a reason why Tahar picked this place for his rebellion. Ach Leute, wer kennt's nicht? Life is Strange. Natürlich kennt ihr alle das Spiel von Dontnod Entertainment, gepublished von Square Enix. Ich durfte ein bisschen selber Hand anlegen an das Spiel, habe also ein Hands-on gehabt und habe eine kleine Szene gespielt, in der Chloe, die übrigens auch natürlich wieder die Hauptcharakterin ist, beziehungsweise war es Max im Vorgänger. Auf jeden Fall ein kleines Metal-Konzert in einer Scheune und wir können da einige wichtige und schwerwiegende Entscheidungen treffen. Ja, man hat mir nur gesagt, man hat jetzt extra darauf verzichtet. Also es geht natürlich um Chloe und Rachel Amber, die leider schon im Hauptspiel ja tot ist. Wer es nicht weiß, Achtung Spoiler, ist jetzt auch ein bisschen spät. Aber ja, zumindest erfährt man die Vorgeschichte, aber es wurde wirklich darauf verzichtet, auch den Tod von Rachel Amber zu behandeln. Denn das wäre, glaube ich, als Finale für so ein Spiel bisschen schlecht, weil man möchte ja nicht unbedingt was Schlechtes zurücklassen in Erinnerung, sondern mehr so die schöne Zeit zwischen den beiden, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie Chloe von der recht normalen Teenagerin zu einer sehr rebellischen wurde und ja, kommt ja schon Ende August jetzt am 31. Seht ihr natürlich auch bei mir auf dem Kanal. I'm just out of here. Sometimes when you meet someone who's going to change your life, you just know it, I guess. Let's do something fun. Fuck yes. Rachel, run! What the hell? Next time, mind your own business. Calm down. Walk away. Whatever's going on between us is special. Always try to shake.
You can't leave! Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. What's going to happen now? No fucking idea. But one thing I'm sure of, it all began when I met her. Ja, wir hören jetzt gerade geile Techno-Musik und ihr seht ja Lucky und der Barbe. Wir gucken jetzt mal in die Halle 10 runter und gehen ein bisschen raven. Zu geiler 90er Jahre Techno-Mucke, habe ich gehört. Das ist bestimmt Sandstorm, oder? Überlegst du dir, geht es jetzt um die Strategie, geht es jetzt um den Ding oder einfach nur, dass der Rauch 2 mm früher geworfen ist oder 2 mm schwacher ist an der Nebelbank oder dann kommt der Regen? Wie geht es noch lecker was futtern wahrscheinlich und dann muss ich schlafen. Die kleinen Kinder müssen nämlich früh ins Bett, ja? Und deswegen muss ich auch früh ins Bett. So, meine süßen Zuckerfürze, wir gehen jetzt nach Hause.